So, ja, ich bin kurz noch beschäftigt, die neue Kollektion ein bisschen einzupflegen bei uns. Ich musste sowieso ein bisschen weiter weggehen, wie wurde heute gesagt. Ich habe jetzt das Mikrofon um 6 Dezibel. Also kann ich mich genauso wie letztes Mal quasi reden, ohne dass ich mich jetzt leiser reden muss, verstellen muss. Vorher hat es ein bisschen übersteuert und jetzt... Jetzt untersteuert man. Übersteuern, untersteuern, wer kennt es nicht. So, neue Kollektion, gepfeffert, 25 Anniversary. Haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Ich habe heute sogar ein graues Shirt an. Es gibt es in Grau, es gibt es in Stonewashed Oversize, es gibt es in Schwarz und es gibt es sogar in Weiß. Und in Weiß hat der Kollege hier in Weiß an. Da müssen wir aber noch tauschen. Den Weißen geben wir das Schwarze und den Schwarzen geben wir den Weißen. Das ist, glaube ich, schöner. Ist ja direkt, sonst, ja, sieht komisch aus. Immer noch keine Hosen, die Jungs. Wir hätten dafür auch eigentlich Hosen für die Jungs. Von daher, ja, richtig gut. So, richtig, richtig gut. Waren wir doch nicht irgendwas? Da war doch irgendwas. Ah, ich mach doch zu. Habt ihr unseren schönen Stoßdämpfer halt überhaupt das Türgriff gesehen? Mega, oder? Ich glaube, ich werde die umrüsten zu Hause bei uns. In dem privaten Haus muss ich mal Tanja fragen, ob ich das darf. Von daher. So, heute. Erstens mal danke an die Firma KW, speziell an den Herrn Lauton, der mir das besorgt hat. Megamäßiges Teil, Variante 5 Stoßdämpfer. Mit Zug, Druck, Low- and High-Speed-Einstellung. Verrückt. Der ist jetzt ein bisschen leichter, der andere war schon, deswegen habe ich jetzt hier Tennisarm. Ja, wirklich Tennisarm. Spiel zwar Tennis nicht mehr so oft, eigentlich heuer noch gar nicht, letztes Jahr ein bisschen ab und zu, aber Tennisarm, habe ich gemerkt, kommt vom Handy und von der Playstation, glaube ich, und von der Maus. Also ein bisschen komisch momentan, aber ja, sieht komisch aus, klingt aber so. Das habe ich jetzt ein bisschen abgewendet. Heute geht es um dieses Fahrzeug. Heute geht es um ein 991.2 Turbo. Selbe Auto habe ich auch besessen und bloß in anderer Farbe, wenn ihr euch erinnert. Auch ein schönes Video bei euch, hier bei YouTube. Zufälligerweise haben Sie es gerade gesehen. Haben Sie es gerade gesehen? Du bist ein Scharnier, sagt man da. So, dadurch, dass die Sonne heute so schön scheint, können wir auch wieder unsere Gepfeffert-Sonnenbrille rausreißen. Und das freut mich natürlich megamäßig, dass das Wetter wieder, dass wieder Kaiserwetter ist. Das sage ich ja jedes Mal wieder, weil ihr werdet euch schon wundern, jedes Mal redet ihr über das Wetter. Das muss ich, weil im Bayerischen Wald ist das immer schwierig, weil es meistens kalt ist. Und wenn es warm ist, habe ich eine Freude. Wenn ich eine Freude habe, bin ich gut drauf. Wenn ich gut drauf bin, kann ich bessere Videos machen. So viel zu dem Thema. Auf alle Fälle haben wir hier mal was ganz anderes gemacht. Wir machen ja viele Performance-Kunden auch mittlerweile. Auch Trackday-Betreuung und so weiter, da wir ja KW Performance Partner sind, das sieht man auch da schön vorne auf unserem Postkasten. Das heißt, wir sind ein autorisierter Händler, der auch die Rennsportbetreuung bzw. alle Fahrwerke in der Variante 1, 2, 3, 4 und 5 bekommt. In der Competition-Abteilung auch Sonderanfertigungen, Rennsport und so weiter bekommt. Dann auch natürlich eine dementsprechende Achsvermessung macht.
mit der Koch-Achsvermessungsanlage, was wir haben, und dann auch das Setup bei uns auf der Straße einstellen. Natürlich in der STVO gegebenen Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Da geht es hauptsächlich darum, um die Kurven, weil wir im Bayerischen Wald wirklich schöne Kurven und schöne Strecken haben, wo wir das ausprobieren können. Mit Radlastwaage, alles drum und dran. Definitiv auf dem Fahrer abgestimmt. Bei mir wäre es jetzt bei ein bisschen über 100 Kilo. Ich nage an der 100 Kilo Grenze, dass das wieder drunter geht. Habe ich erst vor ein paar Tagen gemerkt, dass ich im Lederkombi auf die Ducati gestiegen bin, dass ich gemeint habe, ich habe einen Kunststoffanzug an. Da konnte mich überhaupt nicht mehr so richtig bewegen. Habe ich gesagt, das muss wieder alles ein bisschen weniger werden. Aber ich habe ja noch ein paar Wochen Zeit. Jetzt kommt da wieder schlechtes Wetter. Haben wir hier eine Variante 4 Clubsport verbaut. Das heißt, wir haben nichts geändert. Das ist ein originales KW Variante 4. Die Federbestückung ist komplett so geblieben, weil der Kunde gesagt hat, er möchte definitiv die Höhe des Fahrzeugs so eingestellt haben, dass das eigentlich noch immer schön stimmig ist, dass die Bohmfreiheit gegeben ist und so weiter und so fort. Denn dazu natürlich auch mit der Kombination in 21 Zoll ringsum, sprich wir haben jetzt hier Tech-Art-Felgen drauf in 9 und 11,5 mal 21 mit vorne normalerweise 255, 30, 21 und hinten wären es vielleicht schon über 300, ja, 325, 25 Continental drauf. Genau. Sieht stimmig aus, passt alles perfekt, meiner Meinung nach. Kunde bekommt auch noch Schalensitze, also hat Schalensitze bekommen, die wo wir mal vorgestellt haben, die schönen, die wo ich auch damals in meinem Turbo hatte, die wo klappbar sind. Finde ich eigentlich auch die beste Wahl. Zum Vergleich natürlich, wenn wir dort drüben schauen, beim 992.1 quasi, GT3, da sind halt diese 918er Schalensitze drin. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Hausnummer. Die haben wir auch besessen, die Sitze, die habe ich wieder veräußert, weil ich die nicht im S1 fahren wollte und habe im S1 jetzt Recaro Podium verbaut. Genau. Auto hat Sportcuts drin, hat er schon bekommen, war schon so eingebaut. Vorne fehlt die Lippe noch. Warum fehlt die vorne die Lippe? Weil derselbe Hersteller von der Lippe, was vorne drauf war, hinten auch noch der am Heckspoiler verbaut ist. Das heißt, das ist quasi der sogenannte Mooshammer-Kit, was da verbaut war. Das hat den jetzigen neuen Besitzer nicht so gefallen. Es kommt definitiv wieder die originale Turbolippe dran. Die Turbolippe ist auch so, da ist so ein Gummi quasi dran, wenn du dann auf Sport stellst, dann fährt auch unten die Lippe aus, dann kommt dieser Turbo-Schriftzug dann zum Vorschein, also der ist wirklich megamäßig, also der ist mit Luft quasi, der ist auch hier noch verbaut, wir müssen mal schauen, ob wir den, wenn wir jetzt da nochmal, wenn wir drauf drücken, müsste normalerweise, wenn ich jetzt dann starte, müsste eigentlich vorne die Lippe rausgehen. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an, wenn ich das Auto starte, dass ihr auch den Sound mal hört. Performance-technisch haben wir alles so eingestellt, dass das Auto richtig geil fährt für die Straße. Es ist natürlich sehr sportlich, weil es eigentlich so ein Trackday-Fahrwerk ist, Variante 4 Clubsport. Der Kunde könnte natürlich das, wenn er das möchte, noch mal ein bisschen komfortabler einstellen. Wir haben es jetzt so eingestellt, dass er auch Trackday fahren kann, weil er noch auch einen zweiten Radsatz hat dazu. Er hat auch noch BBS FIR drin liegen mit einem Michelin Pilot Sport Cup Reifen. Diese werden dann auf der Rennstrecke gefahren und das ist eigentlich so der, wie man es umgangssprachlich sagt, dieser Eisdielen-Satz, ne? Wie es halt immer bezeichnet. Also ich finde es auch, also wenn man es gesehen hat, was zuerst drauf war, finde ich natürlich die Räder richtig geil. Es gibt auch noch dieses originale Turborad, dieses Doppelspeichen-Turborad. Erster Turbo S hat dann auch Zentralverschluss, ne, bei der ganzen Sache. Aber wie gesagt, unser 992 Cabrio GTS hat ja auch Zentralverschluss. Dann bist du natürlich relativ eingeschränkt, was die Felgenwahl betrifft und auch die ET. Wir werden euch das auch bei... Wenn wir dann mal ein Video machen vom 992 GTS Cabrio, was wir besitzen, da haben wir jetzt auch eine Variante 4 eingebaut und es kommt ein MB-Design drauf, 21, 22 Zoll, wie das dann mit diesem Zentralverschluss aussieht, weil es nimmt ja sehr viel Konkavität. Der Zentralverschluss baut halt sehr viel auf, das hast du halt bei der direkten Anbindung nicht und das macht halt dann nochmal optisch richtig was aus. Also werden wir mal sehen, wenn die Räder sollten eigentlich die Woche noch angeliefert werden, morgen ist schon Freitag, mal gucken, Jens von MB-Design hat sich gestern gemeldet. Bin gespannt, wenn wir die bekommen. Und dann werden wir dazu natürlich auch ein Video machen. Genau. Jetzt starten wir das Fahrzeug mal, hätte ich gesagt, dass ihr auch den... Zeige ich euch. Also normalerweise, wenn jetzt nichts abgeschlossen ist oder abgesteckt ist, sollte das normalerweise funktionieren. Wenn ich jetzt auf Sport dann stelle oder Sport Plus. Und? Aha.
Dann kommt er raus. Hätte es nicht geklappt, ne? Okay. Geiler Scheiß, oder? Da kommt der Turbo. Ja? Auch hinten. Hinten fährt auch der Spoiler aus. Das ist der Turbo. Hast hier die Stege. Ja? Wenn wir noch rauskommen, dann sieht das optisch natürlich noch mal ein Stückchen geiler aus. Finde ich jetzt. Ja? Und wenn wir jetzt wollen, geben wir jetzt mal kurz ein bisschen Gas. Denn jetzt, dann hört ihr auch den Sound. Wir hätten natürlich gern Fahrvideo gemacht. Kunde ist schon da. Dann hätten wir das mit der roten Nummer machen müssen. Aber was soll ich euch für ein Fahrgefühl vermitteln? Ich kann euch natürlich nur den Sound zeigen und wir werden auch nicht mit Kundenfahrzeugen umgehen, wenn es unsere eigenen sind. Und wenn es unsere eigenen sind, gehen wir auch nicht so um, dass das natürlich dementsprechend sagst, was ist mit den Typen los? Wie wirft der Kiste rum? Ne? Also wir sind jetzt hier nicht hier, um das Auto zu testen. Das glaube ich, haben jetzt nach 6, 7, 8 Jahren schon mehrere Leute gemacht. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Deswegen, wie gesagt, 991.2 Facelift ist ein richtig geiles Auto. Sowas kostet jetzt heutzutage, glaube ich, zwischen 150 und 170 irgendwo, je nach Zustand, je nach Kilometer. Und 991.1, also Vor-Facelift, Turbo-Geschichte, kriegst du eigentlich schon je nach Kilometer, sage ich jetzt mal, zwischen 120 und 140.000 Euro. Aber beim Turbo, würde Walter Röll sagen, da hast du wieder ein Auto. Da kannst du alles machen, hast ein Allrad, hast Leistung und hast halt einen Allrounder, einen Daily, wenn man möchte, weil es ja eigentlich ein Viersitzer ist, in Anführungszeichen. Hast schönen Kofferraum vorne drin, hast hinten auf der Rücksitzbank Platz. Also finde das Auto megamäßig, wirklich. Ich bin ja mittlerweile der Cabrio-Fahrer, bin ja auch schon ins Alter gekommen. Ja? So muss das sein. So, haben wir zu. Schöner Wagen. Ich könnte mich wieder verlieben. Habe ich ja schon gehabt, habe ich gesagt. Wenn dann ohne Dach. Von daher. Ja, das war es auch schon wieder. Ach ja, eine Kleinigkeit für euch, was demnächst auch wieder für ein Video kommt. Ich habe ja gestern eine Story gepostet. Oops, I did it again. Ist nicht ein Lied von der Britney Spears, sondern ist Wahrheit. Die Wahrheit, der Wahrheit. Ich habe wieder ein RS6 geholt. Also wie gesagt, hat schon die roten Nummern drauf. Der Q8 wird wieder ausgetauscht. Das war unser Tauscher gegen das Elektrofahrzeug, wo ja auch ein schönes Video gibt bei uns und jetzt schon nach über 6 oder 8 Wochen irgendwo 305.000 Aufrufe knapp hat. Also kann man sich sehen lassen. Wir haben natürlich hiermit wieder die Lager gespalten, aber wie gesagt, ich habe es ja erklärt, um was das geht und ich habe, glaube ich, niemanden angegriffen und habe auch nicht gesagt, dass das das Schlechteste ist, was es gibt. Es geht eigentlich nur um den Werterhalt der Fahrzeuge, das wo halt bei solchen Fahrzeugen nicht der Fall ist. Wir werden das Fahrzeug morgen wieder zurückgeben beim Scherer an der Weinstraße, heißt Weingarten, so heißt das da oben, am Weingarten. Habe ich nicht gewusst, ich dachte, da heißt es eine Straße, aber das ist anscheinend sogar eine Postleitzahl am Weingarten. Das ist ja da oben irgendwo Nürburgring-Gegend. Da werde ich morgen um 5 Uhr losstarten, dass ich dann 4,5 Stunden später dann dort aufkreuze. Wir werden morgen RS6 abholen, wieder mit einer ganz speziellen Ausstattung und ganz speziellen Farbe. Das zeigen wir euch definitiv dann auch. Wird auch umgebaut, bekommt wieder ein Fahrwerk rein von uns, kommen auch Felgen drauf, ganz was Spezielles, auch ganz was Neues. Jetzt als Übergang was anderes leider. Für den Wörthersee wird es nicht mehr klappen, aber nach dem Wörthersee und zum Kasen in Weißwurst, 23.06. für euch, wird das Fahrzeug bei uns hier stehen mit den neuen Rädern schon. Das sind ganz neu am Markt und so weiter, haben wir rausbekommen, werden auch dieses Mal was anderes machen. Wir werden dementsprechend breitere Räder machen. Ja, und dann können wir uns das mal anschauen, wie das wird. Das nur mal so gespoilert, wie das der Dominik sagen würde. Also, macht es gut, hat mich gefreut, bin guter Dinge. Schönen Sonntag, Servus Habadere.